Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream, ne? Ja. Ich will mal kurz was ansprechen. Letztes Mal dachte ich, wofür sind diese Räucherstäbchen gut? Ich habe nach dem Stream mal reingeguckt und die sind dazu da, die Dämonen zu verstärken. Und das Grimoire ist dazu da, um denen ein Level abzugeben. Um die auf mein Level zu bringen. Ja, diese Magieräucherstäbchen plus ein Eisding habe ich der Seejungfrau schon gegeben. Ich habe danach nochmal von Anfang an komplett nochmal abgefarmt mit der einen Kameradin, die da jetzt neben mir schwebt, wenn ich rumlaufe. Und dabei habe ich auch noch hier einen Glorienkristall gefunden, den man von den Miratama oder wie die Dinger hießen bekommen kann. Und dadurch kriege ich Glorie, die ich natürlich auch direkt gönne, ne? So, das Magieräucherstäbchen kriegt die Seejungfrau direkt. Genauso hier kriegt der jetzt ein Lebensräucherstäbchen. Und bei dem Teil habe ich momentan noch keine Verwendung, weil ich einfach keinen habe, der von denen wirklich in den Nahkampf geht. Außerdem, ich habe ein bisschen Geld gefarmt und mir sowohl die Scherben einmal komplett gegönnt. Die Scherben, nicht die Juwelen. Und auch die Abschwächer, die ich zurzeit kaufen kann, einmal komplett. Hab aber jetzt kein Money mehr. So, jetzt will ich noch die Grimoire verwenden. Die können dann jetzt alle ein Level up machen beim nächsten Kampf. Die, die ich jetzt auch wirklich hier natürlich haben, dass die ein Level up haben. Ich gebe denen nach dem Level natürlich direkt noch einmal. Je nachdem, wie sie können. Und jetzt geht's endlich weiter. Ich habe letztes Mal ja auch hier alles zusammengemischt, was mischbar war. Von den Viechern. Und bevor wir jetzt da hinten in die Richtung gehen, ne? Will ich erstmal die Quest von der Seejungfrau abschließen. Nach der Sequenz. And so the Hydra is slain. Fine work. A pleasure to meet you, young man. I am a humble monk of Jozoji Temple. Okay. My name is Goku. I sensed a disturbance in Tokyo. My search brought me a long way, and now I roam these lands. The Buddha's guidance compelled me to save you, but I see you never truly needed my help. But surely you did not pass wholly unscathed. Pardon the presumption, but let me give you this. Was hat mir geschenkt? I will be wandering this place for a while yet. If your path takes you across these dunes, I suggest you head that way. The okay. Angels of Bethel gathered in that distant place. It will surely be a safe haven. Was hast du in dem Kasten drin? For now, farewell. May our paths under the Buddha's gaze cross again one day. Nee, jetzt mal im Ernst, was hast du mir gegeben? Säule der Wiederkunft hat er mir gegeben. Ah, damit kann ich mich automatisch hier zu dem Drachenlinienquellen zurück teleportieren. Ich komme gleich hinterher. Hey, you were talking about angels just now, weren't you? Oh, oh, in that cave. Da unten sind welche, ne? Come on, let's go check it out. Ich gehe da gleich hin. Jetzt noch nicht. As I said earlier, the angels are with Bethel and they operate out of the Tokyo Dungeon. Ja, da soll ich hin und ich sehe schon das Abzess hier in dem Gebiet. Okay, time to find us an angel. Jo, aber nicht sofort. Vor allen Dingen, da sind Items zu mitnehmen. Da sind sehr viele Items zu mitnehmen und ich habe gelernt, dass es sich sehr stark lohnt, die Sachen von der mitzunehmen. Ich habe gerade meine Wasserflasche umgekippt.
Entschuldigung. Okay. Von dir habe ich doch schon im Kompendium die Möglichkeit, dich herzustellen. Und eine Sache, die ich auch noch einsammeln muss, das werde ich sofort machen, nachdem ich hier alles von der Trulle eingesammelt habe. Feuersutra, damit kann ich Feuertechniken verstärken, wahrscheinlich. Das Eissutra hat nämlich die Eistechniken verstärkt, was ich irgendwann mal eingesammelt hatte. Und ein Boss, beziehungsweise ein Gegner. Miratama, ich habe übrigens auch die Fernrohre komplett einmal voll gekauft. Weil die extrem wertvoll sind, die Fernrohre. Zumindest gegen diese Mitamas. Und er ist gegen Feuer schwach. Einmal weitergeben den Zug. Ich kann das übrigens beweisen. Hier Sturmlied und Bufu bei der Trulla haben jetzt einen plus mehr. Die waren vorher 3, jetzt sind sie 4. Und ich habe jetzt endlich auch mal den Avatar wieder angemacht. Ich habe es noch gemerkt. Die haben jetzt ein Level Up bekommen. Weil ich denen das eine Teil da gegeben habe. So, Marin Karim, was macht das? Verzauberungszustand. Mal Angriff auf Schwachpunkt, Chance auf Soforttod. Modo ist eigentlich richtig gut. Ich nehme Domina weg. So, bei dir habe ich ja gesagt, Riemkamp kommt für Polimpa auf jeden Fall rein. Riemkamp ist eine Fähigkeit, die ich auf jeden Fall haben will. Ein Amrita-Drink habe ich auch noch bekommen. Erinnert ihr euch, wo diese eine Trulla war, die hier Träume war werden ließ? Bei ihr konnte man offenbar noch was ganz anderes einsammeln, nämlich einen Miman, der hinter einer Säule stand. Das habe ich offscreen gesehen und... apropos Miman. Du kommst mit. Den werde ich jetzt holen, bevor wir hier irgendwie weiterziehen. Dann haben wir 20 Miman und kriegen das nächste Objekt. Da war eine Lichtscherbe drin. Die habe ich jetzt aber voll. Von euch brauche ich keinen. So, jetzt holen wir erst einmal das Objekt, was ich gerade eben meinte. Ich würde auch eigentlich gern auch nochmal hier kurz beim Tokyo Tower gucken, ob sich hier ein Miman versteckt. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen zum Mitnehmen. Aber die habe ich mir ja schon gegönnt. Fiel mir gerade so ein. Die haben einen gewissen Cooldown. Aber ich habe mir jetzt nicht hier runtergezählt, wie lang das ist. Ich könnte mal online nachgucken, wie viele Minuten ungefähr. So, auf der Karte sieht man es schon. Also ihr seht die Karte nicht, weil mein Avatar davor hängt. Aber genau hier hinter Gametai Miman. Es war gut, dass ich alles nochmal offscreen abgesucht habe. Und wenn es auch nur eigentlich dafür da war, um mir ein bisschen Geld zu gönnen, um die Scherben und Abschwächer hier vorzukaufen. Ich kann mir jetzt nochmal was gönnen. Und ich habe mal diese Säule ausprobiert gerade. Ich habe nicht genügend von dem übrigens, um mir irgendwas zu gönnen. 3 Eisjuwelen. So, ich habe ein paar Glückszettel gefunden. Die kann ich auch bei der Trulla kriegen. So, einen Fernrohr bitte. Und den Rest stecke ich in Medikamente. Jetzt habe ich 40 Medikamente. Kann also immer healen. Bringt mir noch irgendein Besuch in der Welt der Schatten was? Eigentlich nichts, ne? So. Dem Engel gebe ich jetzt noch eben kurz ein Grimoire. Mir kann ich direkt offenbar auch eins geben.
Warte mal, wen hatte ich eigentlich statt dem Aeros benutzt? Ich erinnere mich. Apsaras hatte ich benutzt. Weil die recht stark ist. Ich finde es gut, dass ich jetzt eigentlich eine Möglichkeit habe, mit der ich mich instant zurückporten kann. So, von euch mache ich ein paar platt. So, ich wollte jetzt hier runter. Weil ich die Nebenquest mit der Seejungfrau jetzt schaffen will. Und eine Regel für das ganze Let's Play sehe ich Mitama. Oder wie die Dinger heißen. Die werden definitiv umgebracht. Was ist denn das? Young man. Ich wirf einen Blick drauf. Okay. Ich klaue sie mir. Gerne. Halleluja. Die haben gerade Level-Ups gemacht. So, Patra ist was? Nein. Brauche ich nicht. Die haben alle Level-Ups gemacht. Kritisches Schwert. Bei dir könnte ich Beißen wegnehmen. Aufladen ist was? Kannst du zumindest mehr brauchen als das. Oh, ein Chakra-Topfen. Das ist aber nett. So, erst hier einmal entlang. Mit den Seejungfrauen stimmt was nicht. Ein mächtiger Dämon. Wahrscheinlich der da oben. Ein paar Susu. Dich werde ich in die Verdammnis schicken. Ja, ich werde deinen Fluch aufheben. Für die Seejungfrauen. Ja. Ich werde dir so hart in den Allerwertesten treten. Vor allen Dingen, die sind alle stärker als ich, meine Dämonen. Warte mal, erstmal was Schlaues. Nee, 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 nicht das. Das. Alles ist bei ihnen gut. Kein Wunder, dass du die versklavt hast. Die sind ja dein Wunderpunkt. Die können dir halt richtig hart in den Hintern treten. Ich liebe das einfach so sehr, dass ich es immer laufen lasse. Ich hätte von Anfang an Omagatuki machen sollen. Mit was greift denn nochmal an? Mit Wind, ne? Das wird bestimmt sinnvoll sein. Okay, das sehe ich mir für gleich auf. Gleich hauen alle mal richtig hart rein. Ah, ich habe jetzt aus Versehen übersprungen. Nope. So, einmal passen. Die Bühne gehört dir. Hochpotenzial. Was ist denn das Skill-Maximum? 9. Jetzt kriegst du so hart aufs Maul. Vor allem bei der Seejungfrau, das wird so wehtun. Oh, so nur ein Unterschied macht das tatsächlich gar nicht. Und jetzt kommt Aramasa auf sein Maximum.
Wie viel Schaden macht das wohl? Massiv Schaden. Das war über 100. Junge, du wirst so sterben. Ich sag dir doch, das ist dein Ende. Okay. Die Fähigkeit ist extrem stark. Ach, sei ruhig. Dein Fluch ist gebrochen. So, wo ist hier ein Mii-Mann? War doch klar, dass du hier chillst. Nein, du isst die nicht. Iss die und ich box dich. Ich box dich nicht nach Mexiko. Mann, jetzt hör auf zu sprinten. 50 Glory, jetzt kann ich mir was gönnen. Okay, hier ist nichts weiter. Ich gehe jetzt nochmal rechts lang. Da kann man auch noch lang. Nur das rote Zeug hier will ich gerne mitnehmen. Aus dem Weg. Ist das jetzt der Weg weiter, den ich hier laufe, oder ist das auch eine Sackgasse? Nee, das endet in der Sackgasse auf jeden Fall. So ein Skelett haben wir noch nicht bekämpft. Aber wenn ich anfange, kommt es auch nicht zum Zug. Außer ich kriege die Kleinen da zuerst. Ja, die one-hit ich. Ist ja kein Geheimnis. Marine Corin! Ich hab's verzaubert. En garde! Wie kannst du nur? Du bist doch in sie verknallt. Okay, so kämpfen die also. Schön zu wissen, jetzt kann ich sie vernichten. Aber zuerst muss ich Aeros ins Team holen. Weil ich brauche einen, der stark Wind austeilt bei denen. Und Sturmlied einfach, weil es generell krass ist. Singen sie weg! Bei beiden drei Treffer. Ultimative Rasur. Diese Trejas, die kann ich ignorieren. Oh, warte! Von euch habe ich noch keinen. Obwohl, ich hätte, glaube ich, auch keinen Platz, oder? Nee, habe ich nicht. Schade. Ich komme gleich nochmal für euch zurück. Erstmal gucken. Ist ein Mii-Mann hier unter der Brücke? Ja. Vielen Dank für deine Glorie. Da sind zwei von diesen Steinen zu mitnehmen, die ich zerschlagen soll. Oh, hi. Ich sehe schon, dass da drin ein Mii-Mann ist. Den hole ich mir natürlich. Hallo? Ich müsste einen weiter irgendwie. Ich würde gerne da in das Gebäude rein.
Da ist ein Mii-Mann drin. Wie man das schnell schafft, alle umzubringen. Ach, hier geht's rein. Okay, du gehörst mir. Hier soll noch einer von ihm in der Nähe sein. Aber wahrscheinlich nicht über ihm. Hier sind echt viele von denen. So, ich muss wahrscheinlich irgendeinen Weg finden, nach oben zu kommen. Hab ihn damit gefunden. Da ist noch ein Mii-Mann. Ich hab's gesehen. Hallo. Mitkommen. Ein Mii-Mann mehr macht den Shining glücklich. Ich muss hier sowieso nochmal hin. Weil ich dieses eine Vieh noch holen will. Ein Bewegungsräucherstäbchen, damit kann ich jemanden verbessern. Erhöht Glück. Definitiv du. Beweglichkeit der Enge, damit er besser heilen kann. Also schneller heilen kann, um genau zu sein. Ja, und die bringen ja nur dem Todakwas, ne? Feuer Sutra bringt gerade bei gar keinem was. Ich weiß, wo diese komischen Seepferdchenviecher sind. Ich hole mir einen von denen. Eine Typ Aoga-Essenz. Ich kann eine Technik vom Nahobino verbessern. Und XP für alle. Nur für mich nicht. Ein Besoar-Stein. Das ist ein Besoar-Stein. Und was ist Tarunda? Ach so, Angriff nur um eine Stufe runter. Ja, du hast ein Level-Up. Du kannst Rikam lernen. Bestienauge. Steigert die Trefferrate. Nein, danke. Die treffen auch so ganz gut. So, ein Steinchen für mich. 1200 Maka. Nimmt man doch gern. So, und jetzt geht es hier oben zu erkunden. Von einem von euch will ich gern versuchen, ihn zu bequatschen. Bei euch habe ich definitiv noch nicht. Ein Zen. Oh, bei Neumond wollt ihr nicht. Okay. Gut zu wissen. Nicht bei Neumond bekämpfen. Nicht so lange Neumond ist. Danach könnt ihr gerne wiederkommen. Da ist ein Mitama. Vielleicht habe ich ja Glück und der gibt mir sogar so einen Glorienteil. Bei dem lohnt sich einfach jedes Mal aufs Neue das Fernrohr. Weil dann weiß man, was man nutzen muss. Ich muss Sio nutzen. Passen? Ich weiß, du hast es definitiv nicht. Du könntest es haben. Tschüss. Er hat mir ein Evangelium gegeben. Das kann ich gebrauchen. Aber erst würde ich gerne gucken. Wie knapp bin ich vom Level ab? 972. Ich warte das Level ab und dann gebe ich mir das. Dann kann ich nämlich direkt zwei Level Ups machen. Eine Kate Sith Essence, die bringt mir absolut gar nichts. Jens, aber was soll ich mit einer Kate Sith Essence?
Diese Aogami-Essenz, mit der kann ich immer was anfangen. Weil das Aramasa verstärken kann. Ich bin runtergefallen, also nochmal. Nein, danke. Einmal bekämpfen reicht. Wenn ich farmen will, dann mache ich das offscreen. Hopp. So, ein bisschen Leben hier. Danke sehr. Sehr nett. Die gammeln alle unter mir. Ich brauche keine Angst haben. Außer die Seepferdchen. So, jetzt nutze ich einmal kurz diese Rückkehr. Ich gebe einmal kurz hier mit dem Mimans ab. Weil ich habe da sehr viele gefunden. Oh, ich bin offenbar nicht so weit, dass ich bei ihm noch was holen kann. So, und jetzt versuche ich was zu fusionieren. Aber vorher speichere ich natürlich jedes Vieh, was ich gerade bei mir habe, einmal ab. Man kann sie nach jeder Verbesserung abspeichern. Also, es lohnt sich einfach abzuspeichern immer. Ich halte die an auf dem Level. Und die bleiben dann so. Und ich kann mich jetzt auch ruhig von der Pixie trennen. Level 11 ist mehr, als ich haben wollte. Ich kann sie aber nicht funktionieren. Fortuna. Müsste ich mich von der Seejungfrau und dem Engel trennen? Das will ich nicht. So, und jetzt gehen wir noch in die Apothese. Wunder lernen. Ich könnte die beiden mir irgendwie gewöhnen, aber ich will lieber diesen Magatsui-Überfluss haben. Weil das wäre richtig praktisch für mich. So, Essenzfusion, auf jeden Fall einmal Aogami. Oh, verstärkt sich nicht. Ja, die Resistenzen finde ich gut. Welche Resistenzen habe ich vorher? Bringt mir jetzt nicht so viel die Resistenz, ne? Aramasa ist eine Technik, die nur der Nahubino lernen kann. Deswegen auch sinnfrei. Mitama, Mitama, Mitama. Vier auch noch davon. Och, komm bitte. Ich probiere jetzt einfach alle meine meine Mehrfachtreffer-Sachen aus. Am besten. Aber erst einmal Fernrohr. Wie, ihr könnt alle was Verschiedenes haben. Feuer. Ich muss die Feuerscherbe nutzen. Aber nur, um sicher zu gehen. Nein, die können was anderes auch noch haben. Und was ist der letzte? Wir werden es nicht erfahren. Aber drei konnte ich wenigstens so umnieten. Ich habe drei Stoffmasken dadurch gekriegt. Also irre viel Geld. Ja, ich gehe jetzt auf Glück, damit ich mal ein bisschen mehr Crit mache. Bitte deine Fähigkeit. Da ist so deine Ulti. Drei Gimmoas sind auch in Ordnung. Aber ich könnte sie nur bei Eros einsetzen. Beim Rest bringt es mir nichts. Yes. Oh, noch einmal die Quest. Anahita. Yes. Anahita soll ich finden. Okay.
Anahita lebt auf dem, Gott, wo, also auf dem Teil, wo das alles entsteht. Ich könnte natürlich auch mal kurz gucken, welche Schatten und gucken. Erstens, wie sieht Anahita aus, falls ich sie machen kann. Anahita suche ich. Lerner Sitte, das sind die, die wir letztes Mal bekämpft haben, könnte ich mir jetzt auch mittlerweile herstellen. Dafür muss man nur die Seejungfrau opfern oder den Tsuchigumo. Wenn ich mir ein bisschen Geld jetzt... Warte mal, ich habe doch genügend, oder? Ich hole mir die. Weil die ist auch eigentlich mega stark. Lerner Sitte, die beiden. Einmal Masio. Und welche bringt noch was? Poisma. So, jetzt ist die in meinem Team. A pleasure to be working with you. Ein gutes Vieh im Team, endlich. Nebenbei, die Hydra habe ich mir letztes Mal freigeschaltet zum Fusionieren, dass ich sie machen kann. Aber habe halt nicht das Zeug, um sie zu basteln. Diese Automaten niemals in Ruhe lassen, wenn das leuchtet. Das wäre absolut dämlich. Und ich sehe da oben einen Miemann, wenn ich den mitnehme, wer weiß wie, dann könnte ich instant... mir die nächste Fähigkeit holen. Oder besser gesagt, das nächste Objekt, was mir der Shopfratze schenkt. Jetzt nur die Frage, wie komme ich auch nicht ran? Einfach hochstampen klappt nicht. Ich müsste von oben irgendwie kommen. Nur wie mache ich das? Kann man hier irgendwo hoch? Schätze mal nicht, ne? Den Tokyo Tower kann ich ja auch nicht drauf. Vielleicht gibt es von der anderen Seite einen Weg, da hochzukommen? Wäre ja im Bereich des Möglichen, oder nicht? Ich habe kurz gedacht, einer von denen leuchtet. Ich kann hier zumindest hochklettern. Aber wie kommt man da hoch? Ach du Schande. Guckt mal, was da oben gammelt. Da oben ist der Tod. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich vielleicht hochmogeln kann irgendwie. Ich glaube, man muss wirklich von da oben runterfallen und man braucht irgendwie eine Fliegefähigkeit wahrscheinlich, um da oben überhaupt dran zu kommen. Falls es eine gibt. Hier ist auch nochmal ein Miemann. Den nehme ich und gehe einfach direkt zum Shop zurück. Weil ich habe jetzt 25. Und das will ich natürlich nutzen eben kurz. Eine Engelsessenz. Die nutze ich auch direkt. Weil die Fähigkeit Hammer hätte ich eigentlich schon sehr gern. Die wirkt nämlich sehr stark. So, jetzt kann ich Hammer lernen. Aramaster behalten wir, Sio auch. Bufo haben wir zwei mehr als starke für. Ich gönne mir dann noch Sun. Ein Hoch auf dem vollen liegen Mond. Ich weiß, wie schlecht der war. Hätte ich auch hier runter gekonnt? Wahrscheinlich.
Hier ist ein Morduk. Erstmal gucken. Durch die Stadt will ich, also gehe ich erstmal hier drin gucken. Hier ist doch bestimmt was drin. Und zwar was Gutes. Wo ist der Miemann? Wo ist der kleine Fratz? Das ist auch in Ordnung. Das da ist noch besser. Bei 5 Glorie. Ich brauche 150. Hier sind diese zwei Hörner. Ich habe die Gruppe auch immer noch voll, ne? Ja. Warte mal. Komm hier hoch, gefälligst. Die kann ich eher gebrauchen als die da. Zumindest wenn es darum geht, welche zu schlachten, die Blitz nicht vertragen. Obwohl eigentlich auch dann, weil für Eis habe ich schon jemanden starken dort. Ich müsste einmal kurz nochmal zurück eigentlich. Ich gucke aber erst, ob da unten vielleicht auch irgendwo so ein Quell ist. Damit ich nicht zurück muss. Da unten ist auch ein Quell. Okay, ich muss nicht zurück. Ich hole erstmal den Quell. Welt der Schatten. Ich kann mir diese eine Fähigkeit holen, die ich schon die ganze Zeit haben will. Welcome. Apothese, was? Ja, Wunder lernen. Nagatsui Überfluss. You wish to learn. Jetzt kriege ich Leben und MP zurück, wenn das Ding voll ist, über die Runden. Das heißt, es lohnt sich, es auch mal nicht zu nutzen. Hier ist doch niemand. Danke für die Glorie. Kann ich immer gebrauchen. Ja, als nächstes kann ich mir ruhig die 30er-Fähigkeit gönnen. Noch ein Vitalitätsräucherstäbchen. Ach, stimmt. Die habe ich ja auch noch, ne? So, die hat jetzt ruhig mal ein bisschen mehr Leben. Und du kannst das Feuersutra ja gebrauchen, ne? Von dem Mokois habe ich noch keinen. Ich kann ihn mir ja schon mal bereitstellen, damit ich ihn mir holen kann. Trocken. Okay, bei Neumond klappt es bei denen nicht. Mudo. Dann wahrscheinlich Hammer. Sturmlied. Mein Lieblingsangriff. Auch diesmal hat es nicht so gut reingehauen. Was? Es hat kaum Schaden gemacht. Nein, das finde ich nicht so nett, was ihr vorhabt. Euch lege ich um. Einfach so die Hand zeigen. Das hat ausgereicht, um ihn umzunieten. Also warte mal, bei Neumond klappt das bei denen nicht. Ich will ihn ja nur bereitstellen. Ich weiß ja jetzt, wo ich die alle finde. Hier sind verdammt viele verschiedene Viecher.
Aber darunter auch richtig coole. Da oben ist ein Meat-Hammer. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch und ihm eine knallen. Da-da-da-dam. Erstmal gucken, was funktioniert bei dem denn. Fernrohr und ich brauche Dunkelheit. Perfekt. Dein Einsatz, Lena. Ich sage am besten einfach ab sofort Sitte. Oder Siffe? Richtiger kleiner Glorienkristall. Nochmal Glorie. Ja. Ich habe das bekommen, was ich haben wollte. Das ist das Einzige, was ich von denen haben will, von diesen Viechern. Und ich hab's bekommen. Ach du Kack, da ist ein Starker. Der ist Level 39, wenn ich mich recht entsinne. Den bekämpfe ich nicht. Der tritt mir in den Arsch. Chakra-Tropfen, ein Miemann. Glorie, lecker. Sag bloß, du willst auf einer höheren Ebene hier mir was geben. Jetzt darf ich die Ebenen abklappern. Oh, gut, dass ich nochmal abklapper. Da unten ist ein Sandmann, der mit mir reden will. Warum so weit oben? Eine Dunkelheitsscherbe. Toll, die habe ich ja nur schon vorher, die Scherben. Okay. Ich gehe trotzdem einmal da hinten hin, weil da was liegen könnte. Oder weil dort ein Weg ist. Ich kämpfe unter keinen Umständen mit den Typen. Der rasiert mich weg. Da hinten ist ein Glorienkristall. Wenn ich hier hochkäme. Es wird ewig dauern, hier das alles zu erkunden. Und noch mehr hier alles zu bekämpfen. Also ich werde nach dem Stream wahrscheinlich die mal ein bisschen trainieren, dass die alle auf Level 20 sind. So, was war bei euch eigentlich stark? Blitz. Ich guck mal, dass ich bei den Scherben zumindest auf 9 bleibe. So, Masio. Jetzt brauche ich eigentlich auch den Blitztyp nicht mehr, ne? Tschüss. Also einen könnte ich mir eigentlich jetzt gönnen. Nein, danke. Ich will nicht kämpfen. Ich muss hier noch so viel erkunden. Da ist ein Kampf zeitraubend. Am besten wäre eigentlich, ich würde erstmal die Abszesse umbringen, die mir hier die Karte versperrt. Weil dann sehe ich mehr. Eine Erzengel-Essenz. Nice. Hallo. Habt ihr mir irgendwas Wichtiges zu sagen? Warum?
Das war ich. Auch wenn ihr es mir wahrscheinlich nicht glauben wollt. So, Welt der Schatten. Ich kann jetzt den Blitztypen nämlich weggeben. Ja, Apothese. Ich habe eine Essenz. Für eine Essenzfusion. Oh, von dem habe ich eine. Das bringt mir natürlich mehr. Ramasa, Sio, Hammer, Hitzewelle und ich behalte mal Sahn. So, jetzt habe ich ein paar Fähigkeiten von dem Erzengel. Ja, beim Abwehren ein bisschen was zu kriegen, klingt für mich besser, als wenn Annullieren nur was bringt. Weil Annullieren kommt so selten vor. So. Zweierfusion. Die beiden. Der ist ein kompletter Nahkämpfer. Ihm hätte das was gebracht. Krieg's nochmal, Sio. Einer, der komplett fürs Nahkämpfen da ist. Also für diese Schlagangriffe. Praktisch. Ach kacke, ich hätte vorher ins Kompendium eintragen sollen. Mach ich mal eben schnell. Weil das kostet mich ja nichts. So, jetzt mache ich weiter Fusion. Wem könnte ich denn noch verwerten? Pixie und den Shogun ergibt den Kurama Tengu. Und wenn ich den Shogun hier verwerten will, ich kann die halt leider nicht wegwerfen. Oder kann ich? Doch, ich kann die entfernen. Ja, dann tschüss. Die beiden brauche ich nämlich nicht mehr. Ich weiß, das wirkt jetzt so nach dem Motto, komm, einfach nur alles, was stark ist. So, einen von euch Viechern wollte ich in mein Team holen. So, da vorne sind ein paar Sachen zu mitnehmen. Aber warum soll ich hier die Kreuzung meiden? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist hier irgendein mächtiges Vieh? Ich sehe hier nichts. Hier ist ein Miman. Was ist denn ein Sudama? Ach, das war dieses komische Ballvieh. Ja, wenn ich eine starke Windfähigkeit haben will, wäre es praktisch. Man könnte ja kurz gucken. Hier sind drei von diesen komischen Biestern. Ja, das gebe mir mal, sondern das wäre für mich besser. Gebe ich mir nach dem Stream. So, von euch habe ich mir einen bereitgestellt, das weiß ich. Beistandssultra. Ist was für den Engel. So, von dir will ich die Vitalität-Tür haben. Und beim Rest bringt es mir nichts. Boah, hier das zu erkunden, das dauert ja ewig. Ein Mitama. Gegen was bist du schwach? Außer gegen meinen Charme vielleicht. Gegen Bufu. Der Kampf ist geschenkt. Eine Stoffmaske und ein Steckmodul-Duel. Erschreckt würde ich jetzt nicht sagen.
Weil es hier relativ friedlich ist, würde ich sagen. Deswegen ist es beruhigend hier drin. Hier finden die dich auch nicht so leicht. Da sind diese Sudamas. Oh, Kampf. Mitama? Ja! Gegen die sage ich nie nein. Und ich brauche Zahn. Hast du nicht, ne? Dann weitergeben. Du hast es auch nicht. Nur ich hab Zahn. War gut, es zu behalten. Ein Grimoire. Ergebnisfusion. Fortuna wollte ich haben. Die beiden. Du kriegst Agi und... ich würde dir gerne Rikam geben. Warte. Du kriegst Hama. Und du kriegst Rikam. Dann habe ich nämlich noch jemanden auf der Ersatzbank, der wiederbeleben kann. Pleased to meet you. Hallo Fortuna. Schön, dich kennenzulernen. So, ich kann maximal auf 18 machen. Warte mal. Aquans kann ich mir auch herstellen. Dafür müsste ich aber meine beiden Mega-Viecher nutzen. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Das würde mir schon eher passen. Aber erstmal Kompendium. Den Engel habe ich gerade weggegeben einmal, ne? Jetzt habe ich ihn nämlich direkt wieder. So, da ist ein Abszess. Ja, ja. Du mir auch. Ach, der schon wieder. Den habe ich im Team zum einen und zum anderen habe ich den schon einmal fertig gemacht. Bei dem war Hammer stark, wenn ich mich recht entsinne. Ich nutze trotzdem Fernrohr. Ja, Hammer war bei dem stark. Change. Hier bringt mir Fortuna am meisten. Ich gucke gerade, ob ich noch einen mit einer heiligen Fähigkeit habe. Habe ich aber nicht, deswegen die beiden jetzt. Und die Seejungfrau einfach, weil die generell Schaden raushaut wie Sau. Auf Feuer, Marin Karin! Ein Versuch war's wert. Hammer! Das Schöne ist, ich habe selber ja sogar noch mal Hammer. Aber bei mir ist Achamasa stärker. Das macht nämlich bei mir extremen Schaden. So, und in der nächsten Runde... Ich versuch's nochmal. Schade. Mache ich die Ulti. So, alle machen Crits. Aramasa! Mit nur Crits, das wird heftig. Ich hab nicht getroffen. Dafür machen die anderen aber gut Schaden. Okay, Sturmlied! Ultimatives Hammer! Und jetzt zeige ich hier nochmal die Macht des Aramasas. Alle Crits! Ultimative Vernichtung! Er hat ein HP, glaube ich, behalten. Einen einzigen. Weil die Leiste war echt klein, die er noch hatte.
So. Das kann ich schon mal zurücktauschen. Zack. Wie gesagt, da ist echt nicht viel übrig geblieben. So, ein Abszess weniger. Unnachgiebiger Wille, Vergeltung, Aura der Todesangst und unvergessliche Erinnerung. Und ich sehe jetzt endlich mehr auf der Karte. So, Welt der Schatten. Ich will mir die neuen Fähigkeiten angucken, die ich letztes Mal nicht angucken konnte, weil ich zu schnell umgebracht wurde. Wenn der Verbündete angegriffen wird, der gerade abwehrt, fühlt sich die Magie... Ach, wenn einer von denen abwehrt und angegriffen wird, dann fühlt sich das halt einfach. Wenn einer stirbt, kriegt man sehr viel. Und in die Enge getreten, eine Dämon bettet manchmal um ihr Leben, dann kann ich die auch so kriegen. Okay, die Fähigkeit will ich auf jeden Fall haben. Und unvergessliche Erinnerungen, dann haben die halt mehr Erfahrung, wenn ich die fusioniere. Würde ich mir auch holen, zur Not auch offscreen. Das sind halt die Fähigkeiten, die ich mir so oder so irgendwann hole. Ja, zuallererst, ich habe jetzt hier etwas mal gesehen, was wahrscheinlich beim ersten Stream schon dem einen oder anderen aufgefallen ist. Bei einer Stelle hatte ich auch mal einen Miman übersehen und den habe ich jetzt endlich mal eingesammelt. Ich habe den nicht mal im Schnitt bemerkt, ich habe den nur rein zufällig gerade eben bemerkt, als ich hier nochmal eben kurz ein bisschen Geld geholt habe. Ich habe alle mal ein bisschen so auf Level 18 hochgepusht und ich habe von diesen Mitamas oder wie die immer heißen, noch ein paar von diesen Glorienkristallen bekommen und mir ein paar Wunder gegönnt. Zum einen die Aura der Todesangst, die Dämonen, die betteln jetzt um ihr Leben, wenn sie in die Enge getrieben werden, zumindest manchmal. Und unvergessliche Erinnerungen habe ich mir geholt. Dass die Erfahrung jetzt auf die Fusionierten einen Einfluss hat. Also das Level hat jetzt wirklich einen Einfluss, wie stark die sind. Und es lohnt sich jetzt auch, die zu trainieren. Und ich habe hier in dem Kompendium mir... Warte, hier, den Erzengel noch geholt. Der wird hoffentlich eine Ergänzung fürs Team sein. Also ich kann die Gruppe ja nochmal zeigen. Ich habe jetzt hier den Erzengel. Hoffentlich war das keine falsche Entscheidung. Je nachdem, ob der auch zum Einsatz kommt. So. Ab hier auch wieder YouTube. Ich habe Twitch nur kurz eine Ansage gemacht. Also den Twitch-Zuschauern. Ich hoffe, dass wir jetzt gemeinsam hier Fun haben werden. Die anderthalb Stunden, die ich vorhabe zu streamen, kommen mit Hamas. Nö, unnötige Viecher. Ich habe auch ein paar Grimoire dabei bekommen, meine ich. Also kann ich ja eben zeigen, als ich hier gefarmt habe. Ich werde erst das rechte Abszess machen. Achso, die Grimoire hatte ich aber verwendet, schon vergessen. Ja, ich habe mir Elektrosutra bekommen und ein Lichtsutra. Das Lichtsutra gebe ich, glaube ich, sogar direkt dem Engel. Und das Elektrosutra, das hebe ich mir auf, falls ich das mal irgendwann gebrauchen kann. So, wir gehen jetzt rechts hier den Berg hoch. Und machen da oben die Abszesse als allererstes. Und holen direkt den Miman, der da oben ist. Jetzt geh da hoch. Nochmal? Jetzt haben wir hintereinander Pech, aber diesmal ist es wenigstens so ein Mitama-Vieh. Bei mir klemmt die A-Taste ein bisschen. So, gegen was ist er schwach? Gegen Schatten. Ja, da muss Sippe rein. Mudo! Hat übrigens keiner eine Fähigkeit in der Zeit bekommen und ich habe ein Glorienkristall bekommen. Den setze ich immer sofort ein. Ich werde die Glorienkristalle ab sofort aber für diese Meisterdinger nutzen. So, was gammelt hier über mir?
Oh, hier sind diese Drachen, die ich mit mir einmal gemacht habe. Kämpfen wir doch einmal dagegen. Auch wenn du wahrscheinlich eh nie zum Zug kommst. Mal extra nur Angriff, damit du vielleicht die Chance hast anzugreifen. So, jetzt gehe ich extra noch auf den anderen. Ich will euch mal im Kampf sehen. Was macht ihr? Ah, okay. So kämpft ihr. Okay. Dann wissen wir es ja jetzt. Ihr seid gegen Eis schwach. Das wüsste ich auch ohne das Buch. Ich habe ihn zum einen und zum anderen. Das ist ein Feuervieh. Ich bitte es. Darum. Diese Schwäche ist doch mehr als offensichtlich. Wenn das Vieh gefühlt ein Glumanda ist, dann muss es doch gegen Feuer, gegen Eis schwach sein. So, erstmal die Abszesse, damit ich hier überhaupt mal was sehe. Weil die blockiert mir hier wirklich die halbe Sicht. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Oh, von der Seite kann ich da gar nicht ran. Aber wenigstens kann ich hier Miman holen und sogar Erfahrung für alle. Nummer 34. So, eine große Statue. Ja, gib mir Erfahrung für alle, nur für mich nicht. 40.000! Eskaliert auch noch mehr. Eine Engelsessenz. Mamudo. Hat das auch diese... Ja, das hat auch die Multi... Die Ulti-Chance. Ja, Verzauberung. Wann brauche ich das mal? Maragi, du brauchst mehr Feuertechniken. Definitiv. Dafür kann ruhig der Kratztanz weg. So, du lernst Bufu. Also die zweite Version davon. Boysma kann ruhig dafür weg. Er lernt Hohn. Was macht Hohn? Hätte ich mir denken können. Zieht den Angriff auf sich. Im Übrigen, ich muss einmal kurz was machen. So. Die Chat-Befehle mache ich nämlich immer... zu Anfang des Spiels. Okay. Den letzten Befehl übernimmt er irgendwie nicht. So, du lernst Tarunda. Nee, brauche ich nicht. Und das Billo-Figi, zumindest von der Gruppe her, ist es ein Billo, lernt einfach überhaupt nichts. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gegen diesen Drachen kämpfe. Der reckt mich definitiv weg. Es braucht keine Wissenschaft, um zu rechnen, dass der mich umbringt. Ja, ja, ihr wollt mich. Ich weiß. Ich weiß, dass ich köstlich bin. Das braucht ihr mir nicht mitteilen. Das weiß ich schon so. Und wieder ist das Selbstwertbewusstsein zu hoch. Du bist ein Ultra-Vieh? Ja, der ist beeindruckend. Ich will den Blick erhaschen, aber ich habe das Gefühl, der bringt mich um. Dann muss ich den ganzen im Berg nochmal hoch. Ja, anders kenne ich ja von der Liste. Ich soll zwei Hörner erstmal umnieten. Ja, kann ich machen. Die sind ja direkt da unten. So, erstmal jetzt dieses Problem. Warte, zwei Hörner brauche ich. So, jetzt haben wir die ganzen Hörner. Jetzt kann ich die platt machen.
Oh, drei von denen. Da lohnt sich die Lichtscherbe sogar. Ich weiß, dass ihr gegen Licht schwach seid. Ich hab dich im Team. Da, ich kann's nochmal zeigen. Gegen Licht und Wind ist das da schwach. Witze selbst muss ich aber austauschen. Sturmlied! Singen sie weg! Oder besser gesagt, schrei sie weg! So, du hattest Masan, ne? Ja, dann kommst du rein. So, einen finish ich. Ich habe auch Magie aufgewertet, aber das scheint auch auf Masa auszuwirken. So. Tschüss. War sogar ein Insta-Kill. Lebensentzug. Schanden. Vernichtet. Ah. Okay, ich habe freundliche Rücksicht dadurch freigeschaltet. Kunst der Essenzen. Dadurch kann ich hier halt besser die Essenzen verwerten. Kompendium-Kenner und Gottes Schoß. Wahrscheinlich Kompendium-Kenner, das ist weniger kostet, aus dem Kompendium was zu holen. So, jetzt muss ich gucken. Wo unter mir war das Vieh? Da. Ein bisschen Glorie erhalten. Und das Schöne ist, da ich ja da oben gerade eben war, kann ich mich einfach direkt zurückporten. Und ihm direkt sein Zeug geben. Ja, nimm. Was habe ich bekommen? Gefallenen Talisman. Alle gefallenen Monster haben jetzt eine neue Technik. So, ich gehe jetzt erstmal auf Magie. Und hau die auf 20. Ich soll zurückkehren. Ach, für 5-2 Hörner gibt es mir stets was. So, aufzeichnen, weil ich habe vor, jetzt da oben hinzugehen und ich habe das Gefühl, der Drache wird mich angreifen und wegrecken. So, Welt der Schatten. Gucken wir uns die neuen Techniken doch mal an. Apothese, Wunder. Ah, jetzt, wenn ich das habe, dann heilen die mich manchmal, wenn ich mit denen quassel. Aber nur, wenn ich sie dann auch in der Gruppe habe. Ja, jetzt können da zwei zusätzliche Skills dann rauskommen und Compendium-Kenner 10% weniger kosten. Ich hätte das aber am liebsten, weil ich dann mehr Dämonen dabei haben kann. Wo man schon mal ein Compendium ist, ne? Die haben alle gerade eben Level abgemacht. Es ist nur positiv. Mein Gott, muss ich viel Glorie sammeln. Ja, was gibst du mir? Einen Lebensstein. Okay, dann können wir ja jetzt weiter, ne? Ah, nee, so sollte ich nicht laufen. Das Mietama. Wogegen ist er schwach? Auf den da. Der ist gegen Mudo schwach. Kacke, verdammt. Obwohl, nee, die Seejungfrau hat auch Mudo. Ich dachte kurz, scheiße, ich habe jetzt keinen gerade hier, der Mudo kann. So, machen wir mal Sahn. Dann hau ich den letzten mit Aramasa weg.
Das ist so eine heftige Technik. Ein Grimoire. So, und jetzt laufe ich diesmal auch in die richtige Richtung. So, hier nach oben. Wir haben Vollmond. Hallo, Oni. Schön, dass du davon geträumt hast, hier oben zu sein. Hier ist doch bestimmt auch einer von den kleinen Roten. Ich will nicht, dass der mich angreift. Nein! War runtergefallen. Ich wette, wenn ich die Quest annehme, kommt er zu mir und will mich umbringen. Das ist wahrscheinlich der ultimative Gegner, den man bekämpfen kann. Ich weiß, ich werde sterben, wenn ich jetzt hier A drücke, aber ich tue es trotzdem. Bitte töte mich nicht. Ein Nahobino. Okay. Wenn ich 4 Götter besiege, dann kriege ich den als Kameraden. Okay. Ja, momentan hätte ich nicht gedacht, dass ich einen Gott bekämpfen kann. Ich werde es nicht versuchen. Die treten mir nur in den Arsch. Und kratzen mich dann hinter aus ihrem Stiefel. Beziehungsweise die kratzen dann die Arschreste aus dem Stiefel raus. Wieder Glorie. Ich muss erstmal 65 davon sammeln. Je größer mein Team, desto besser ist es. Dann habe ich mehr Optionen. Okay, hier oben ist diese Quelle, die eine haben wollte. Da ist ein Kristall für mich zum Zerschlagen. Was ist drin? Chakra-Tropfen. Bevor ich dich anquassel, ich würde gerne erst den Mitama. Weil der ist Geld. XP. Und vielleicht sogar ein Glorien. Ein Kristall, komm bitte. Gib mir den Kristall. Eis, perfekt. Pass. Du bist dran. Uhu. Ach du Scheiße. Und er hat kein Bufu. Ich natürlich auch nicht. Ich kann nur einen Eisscherbe nutzen und hoffen, dass sie trifft. Sie hat getroffen. Okay. Und ich habe nur ein scheiß Grimoire bekommen. Das ist gut, um die aufzuleveln, aber nicht, wenn die eh schon auf demselben Level sind wie ich. Ich kann die Dinge ja nicht mal verkaufen. So, du bist der Gott des Wassers, ne? Ja, ich erkläre die Situation mit den Meerjungfrauen. Okay. Die will sich mit mir messen. Wie viel stärker als ich ist die? Nein. Ich weiß, dass du mir in den Arsch treten wirst. Deswegen werde ich mich erstens einmal voll heilen. Und zum anderen vorher nochmal abspeichern.
Dass ich bei dir Blitz brauche, das ist klar. Engel ist drin bei Heilung. Warte mal, wir gehen auf Nummer sicher. Fernrohr. Ich kann eigentlich die Meerjungfrau rausnehmen, weil sie ja absolut useless ist. Genauso der Engel vom Prinzip her. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Entweder Feuer oder Blitz. Bringt's mir nix. Bringt's mir eigentlich nix. Nope. Unnütz. Ja. Ich glaube, du bringst mir hier am ehesten was. Der Drache kämpft zum ersten Mal für mich. Hatte ich damals gedacht, er wäre größer. Marzio! Marzio Raratio! Und zuallererst! Eisabschwächer! Sonst verrecken wir! Wieso? Illusionsschuss! Komm, mach doch! Oh Gott! Habe ich denn schon viel Schaden gemacht? Es geht! Okay, oh mein Gott, Huki! Habe ich eigentlich Gefallene in meinem Team? Nö. Aramasa! Weil das macht gerade am meisten Sinn. Weil das mit Crit, das tut weh. Zio! Illusionsschuss. Ich finde es so interessant, dass Feuer bei dir was bringt. Aber eigentlich bist du auch die Wassergöttin. Kann ich nicht austrocknen. Und nochmal Aramasa. Ich könnte jetzt jede Runde im Wasserabschwächer nutzen, ne? Warte mal, welches Level ist jetzt eigentlich? Level 18. Die kann ich eigentlich besiegen. Ist so gesehen einfach nur ein Mini-Boss. Illusionsschuss! Hat immer noch kein Trugbild ausgelöst. Nebenbei, wenn einer von denen keine MP mehr hat, wechsle ich die aus. Den Engel schicke ich jetzt auch auf die Ersatzbank. Außer er muss jetzt seinen Heal-Job machen. Du hast Zeug gesammelt. Ich warte ganz sicher nicht ab, dass du jetzt mir richtig heftig einen Schlag verpasst. Segen! Jetzt alle nochmal ein bisschen geheilt werden. Danach wollte ich den eigentlich austauschen. Fries den Illusionsschuss! So, jetzt kommt mein Aramasa. Obwohl, warte mal, habe ich ein Blitzjuwel? Ich habe ein Elektrojuwel. Kriegst jetzt sowas von in die Fresse gedrückt. Ich habe übrigens das Gefühl... Ah nee, warte, sie hat ja den Schutz. Ich wollte gerade sagen, Hammer würde mehr machen, aber sie hat ja den plus 4 Heiligen Schutz. Das habe ich schon komplett verdrängt. Höllenstreik. Gut, dass ich hier den Block aktiviert habe. Aramasa! Geh kaputt! Jetzt fall doch um!
Ich wollte wütend gucken, nicht glücklich. Illusionsschuss, komm jetzt, geh kaputt, ja! Ich habe 2 Eisjuwele dadurch bekommen. Und die Seejungfrau hat ihren Teich bekommen. Okay. Kann ich die jetzt craften, also fusionieren? Ja, ich habe die Fusion freigeschaltet. Beim letzten Mal habe ich nämlich auch die Hydra-Fusion freigeschaltet. So, jetzt kann ich zu dem Drachen, der da unten ist. Ja, sie sind wieder bei Sinn. Hm, konnte ich. Das hätte jetzt nicht sein müssen, dass du andere säufen lassen willst. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Fee-Metallismann. Die weiblichen haben jetzt alle eine neue Technik. Also sowohl die Seejungfrau als auch Leana. Ich hoffe, die Technik war es wert. Ah, so komme ich rein. Beziehungsweise hoch. Ah, diesmal sind mir nicht Monster ins Gesicht gesprungen. Meine angenehme Abwechslung. Also ich will die Stadt hier natürlich noch fertig erkunden, ne? Da vorne ist ein Miemann ganz oben. Den hatte ich schon beim letzten Mal so leicht gesehen. Als ich mir den Stream nochmal angeguckt habe. Beziehungsweise in der Bearbeitung. Ich wollte nicht instant runter, ne? Damit das klar ist. Ich bin nur aus Versehen runtergefallen. Easy. Jawohl. Jawoll. Ich wäre zur Not auch von hier aus da dran gekommen. So, von wo aus komme ich da rein? Ah ne, in das Gebäude will ich rein. Entschuldigung. Hier ist noch was zum Mitnehmen. Leute, das ist eine riesengroße Stadt. Ich habe die noch lange nicht fertig erkundet. Ich würde ja, aber ich habe das Gefühl, du bringst mich um. Bist du definitiv stärker als ich. Ich müsste gleich mal im Kompendium bzw. in der Fusion gucken, auf welchem Level du bist. Absaras Essenz, okay. Einmal zurück. Und bevor sich einer beschwert, ich wäre hier feige, ich werde jetzt einmal speichern, die Schildkröte angreifen und jämmerlich verrecken. Ich spreche es extra so aus, weil es die Realität ist. Bei denen war das, ne? Dann komm her. Welches Level hast du? Nie und nimmer. Uff, hula. So, jetzt sehen wir es. Level 23 ist in keinen unmöglichen Bereich. Ich werde einmal versuchen, ihn zu besiegen. Ich brauche hauptsächlich Feuer. Und gegen Eis bist du sogar gewappnet, ne? Dann kann ich die Seejungfrau gleich mal tauschen. Ich mache noch 35 Schaden.
Dich kann ich austauschen, weil du hier eh nichts reißt. Ich weiß, dass dieser Kampf hoffnungslos ist. Das muss mir keiner erzählen. Dich kann ich eigentlich auch austauschen. Du bist genauso nutzlos. Aber wie sonst noch irgendwie in der Feuer kann. Ja, den Erzengel. Die Ausstellung hatte ich auch noch nie. Aramasa in der Hoffnung, dass es was bringt. Ich werde sowas von sterben. Du bist nicht gegen Licht gewappnet. Ja, das macht auch nicht viel mehr Schaden. Waren, glaube ich, nur so ein Punkt mehr Schaden, den das gemacht hat. Und natürlich steigert er seine Abwehr. Und haut auch noch den Schaden raus. Kann ich dich betorken? Nö. Ich brauche einen Heal. Sonst ich tot. Agi! Illusionsschuss. Wenn ich Feuerjuwelen habe, nutze ich sie. Okay. Ich glaube, Aramasa wurde gerade abgeschwächt. Ich habe keinen Feuerjuwel. Verdammte Axt. Feuer ist das Einzige, was bei ihm Schaden verursacht. Ich versuche es mal mit einem Giftjuwel. Gift funktioniert bei dem gut? Also der ist gegen Gift schwach? Das ist eine Überraschung. Wie gesagt, kein unmöglicher Kampf. Außer er greift mich doppelt an. Eigentlich darf ich überhaupt nicht kämpfen und muss mich die ganze Zeit heilen. Ja, der Lebensstein ist kacke, habe ich jetzt gelernt. Segen, weil sonst verrecke ich. Illusionsschuss. Es ist nicht unmöglich, Leute. Ich kann ihn besiegen. So, und ich mache jetzt selber sogar Abwehr. Damit ich weniger Schaden kassiere. Und in der nächsten Runde mache ich das Omigaten Taki oder wie der hieß. Der Drache wurde gewonnen. Gut, dass ich abgewehrt habe, sonst wäre ich jetzt auch tot. Wen kann ich reinpacken? Ich tausche den Erzengel gegen Fortuna aus. Das mache ich jetzt, damit die den Drachen wiederbeleben kann. Geht mit ihm jetzt den Zug weiter. Jetzt mal Fliehkam. Vor allen Dingen, die kann, glaube ich, auch sägen, wenn ich das jetzt gerade gesehen habe. So, Change, komm zurück. Und du... Heil alle. Er ist auf Hälfte runter. Aua. Wenn ich ihn nicht schaffe, dann versuche ich es nochmal, wenn ich mir so 2-3 Level plus geholt habe. So, erstmal das. Und dann heile ich mich einmal voll.
Einfach weil es am meisten Sinn macht. So, Agi! Mach ihn nieder! So, du gibst den Zug weiter und ich mache jetzt einmal Aramasa. Hinterlässt einfach gar keinen Schaden. Aber ich komme den Ziel näher. Ich denke mal, wenn ich den besiege, schalte ich mir den als Fusion frei. Scheibenbrot. Ich weiß genau, was du vorhast. Habe ich einen Eisabschwächer noch übrig? Ja, habe ich. Weil du bist ein Eisgegner. Das habe ich ja schon rausbekommen. Fortuna werde ich jetzt auch austauschen. Mit dem kleinen Drachen kann ich nur noch einen Illusionsschuss machen. Warum habe ich die Seejungfrau genommen? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, Aramasa ist aber auch das, womit ich jetzt am meisten Schaden überhaupt machen kann. Und zumindest bei mir selber. Du machst Guard, weil ich will deine letzten Punkte hier für die Heilung aufsparen. Verdammt, mir geht das Feuer aus. Ist der reflektierend auf Eis? Nee, der ist nur abwehrend. Warte mal. Den Drachen kann ich jetzt austauschen, weil der hat... Der könnte nur noch Lebensentzug machen. Ach komm, ich lasse ihn noch Lebensentzug machen. Dann habe ich ihn wenigstens komplett aufgebraucht. Ich versuche ihn nochmal zu vergiften. Weil das hat sehr viel gebracht. Du verteidigst. Und du machst nochmal ein letztes Mal Lebensentzug. Ich könnte einfach mal ausprobieren, wie viel das Schaden macht. Ich habe ihn verzaubert. Ich weiß nicht, wie in der Verzauberung irgendwo hilft, ne? Ich mache jetzt einfach eine Feuerscherbe. Du sollst garden. Ach, dann greift der manchmal nicht an. So, den Drachen kann ich austauschen. Ganz ehrlich, die anderen bringen mir noch weniger. Deswegen hole ich jetzt den, der prügeln kann, rein. Ich hoffe einfach, dass er Schaden raushaut. Hau mit allem drauf, was du hast. Niederschlag. Das ist nämlich stärker, je mehr HP der hat. Oh, das macht gut Schaden. Was Besseres fällt mir nicht ein. Sturmlied. Ach, das kann er halt wirklich komplett blocken. Au. Ja, die Seejungfrau war hier halt absolut useless. Und genau dafür habe ich mir die MP des Engels aufgehoben. Ich hole jetzt sogar den Erzengel wieder rein. Weil der wird dann auch direkt mitgeheilt. Segen. Ich kann nur noch dreimal mit dem heilen. Geringe Trefferchance, aber die Treffer sind garantiert kritisch. Niederschlag, wie viel Schaden machst du noch?
Der war Crit. Der war noch Crit. Ich habe ihn fast down tatsächlich. Ich kann ihn besiegen. Aramasa! Heil nochmal alle! Natürlich one-hitted er mich. Ich hatte ihn fast down. Wenn ich nochmal 2 Level draufpacke, dann kann ich ihn besiegen. Von irgendwo, ich muss da gar nicht rein. Ich habe eine Turdak-Essenz bekommen. Was bringt mir die Essenz? Das bringt mir, glaube ich, diesen Gramschnitt, ne? Ja, das bringt mir Gramschnitt und ansonsten einfach gar nichts. Wisst ihr, was ich so richtig gern hätte? Eine Mitama-Essenz. Und wisst ihr warum? Weil es einfach fast eine Resistenz gegen alles hat. Ich bezweifle, dass es eine Mitama-Essenz gibt, aber es wäre schön, wenn. Okay, das ist kein Gebäude, in das man rein kann. Das sieht man schon durch die Karte. Da hinten ist eine Sackgasse. Und ein Gloriendings da. Ich nehme ich natürlich mit. Da fällt mir ein, ich habe nichts von dem Typen geholt. Ich habe jetzt eigentlich mindestens, ja, wollte sagen, ich habe doch mindestens 35 jetzt. Ich warte einfach die nächsten 2 ab, bevor ich zu dem gehe. Dann kriege ich direkt 2-mal was. Es lohnt sich immer von der, das sich anzusehen. Selbst wenn da ein Vieh rauskommt, es kann Mitama bei rausspringen. Ich soll eine sein, wo ist denn der? Ach da. Ist das ein Weg jetzt wirklich? Nee, das ist eine Höhle da hinten. Hier komme ich hoch. So ein Andras. Hinter dem Berg. Okay. Ein Poltergeist. Habe ich gefühlt auch in meiner Wohnung. Erstmal drumherum laufen. 50 Glorie. Nice. Es ist wunderschön. So, hier sind einfach nur Leute drin, die quatschen wollen, ne? Das ist eine Quatschgruppe. Eine Gedenktafel hat der. Was bist du denn? Die unterhalten sich über Schätze. Über mehr reden die nicht. Wenn ich mir die Schätze wenigstens anbieten würde, dann wäre die ja interessant, aber das tut die nicht. Ihr labert nur, was ist jetzt wichtiger vom Schatz her. Und nein, wir nehmen keine banalen Antworten wie die Macht der Freundschaft. Das ist absoluter Quatsch. So, hier oben drauf war ich, glaube ich, gerade eben schon. Warum will ich hier eigentlich nochmal drauf klettern? So, hier ist nichts mehr. Da komme ich auf die Brücke drauf. Aber erstmal natürlich gucken. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier mit dem Automaten, sondern wegen Miman. Ich meine, hier war nämlich einer. Hier wurde ich, glaube ich, letztes Mal umgebracht. Aufpassen. Das Vieh, was da auf der Karte ist, ist zwar das, was mich letztes Mal umgebracht hat.
Da müsste ich dann auch pausenlos versuchen zu flüchten, weil das kriege ich nicht klein auf meinem Level. Und das Schöne ist, das wird mich auf der Gruppe erst... auf der Brücke erst recht angreifen. Hier ist ein Miman. Ein Yatayu-Ei wieder essen. Ich weiß nicht, was ein Yatayu ist. Aber ich will es, glaube ich, auch nicht wissen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es greift mich an. Ich hatte es nur schreien gehört. Hallo, Kleindrache. Natürlich. Ich soll dir ein Ei da oben klauen. Für ein Ei soll ich meinen Hintern riskieren. Ja, ist mir schon gesagt worden, dass das nicht gut wäre. Da ist noch ein Miman. Hab direkt die 40. So, ich habe 100 Glorie damit erreicht. Ich wollte dich nicht bekämpfen. So, hoffentlich hat sich das gelohnt. Eine 2 Horn-Essenz. Eine 2 Horn-Essenz. Vor allen Dingen, die Essenzen nützen eigentlich nur mir was. Und das ist so useless, das Scheißzeug, was ich gerade bekommen habe. Natürlich kommt er genau jetzt. So. Zu dem Quell zurück. Und jetzt gebe ich die Mimans ab. You brought Mark? Very nice. Dreimal Feuerjuwel. Ach, jedes Juwel dreimal. Eine Makami-Essenz. Was war ein Makami? Bevor ich jetzt irgendwas mache, gehe ich erstmal auf Wunder. Da, Gottesschuss 4, das hätte ich gern. So. Wenn ein Verbündeter angegriffen wird, der gerade abfährt, verändert sich die Magazui-Anzeige ein wenig. Freundliche Rücksicht wäre für mich eigentlich ganz schön, das hole ich aber dann eher offscreen. Genauso unnachgiebiger Wille. Und bevor ich irgendeine Compendium-Fusion mache, hole ich mir dann erst Compendium-Kenner, weil dann billiger ist. Das ist ein Makami. Mahama. Das wäre praktisch für den Engel. Ich kann Theo, glaube ich. Also gebe ich die Aki. Und dann kann er jetzt mit den heiligen Angriffen alle auch treffen. Ist sogar Stufe 4 direkt. Dann habe ich wenigstens die Wahl, will ich einen treffen oder will ich alle treffen. So, jetzt machen wir die zweite Abszesse erstmal, ne? Da soll ich hin, da gehe ich aber zuerst hin. Und ich muss aufpassen, der Typ da oben kann mich nach wie vor wegrecken. Da ist ein Miman. Mitnehmen. Ich soll von hier aus nach Westen gehen. Ich werde natürlich erst nach unten gehen. Auf der Seite sind nochmal zwei zum Quasseln. Darunter ein Oni. Ja, der Buddhist da oben, der ist der, der mir in den Arsch treten würde und mich dann nur noch aus dem Schuh putzen würde. So, da steht ein Engel. Den soll ich wahrscheinlich bekämpfen. Von der anderen Seite käme man da oben auf den Berg.
So, der Engel will mich wahrscheinlich eigentlich mitnehmen. Ja, ich will zum Parlamentsgebäude. Ach, du bist ein netter Engel. Du willst mich nicht verkloppen. Auch wenn ich dir wahrscheinlich in den Arsch treten würde. 1000 XP, nur weil ich mit ihm geredet habe. Ja, die haben ja die Pflicht, Menschen zu beschützen, ne? Das hier hat jetzt nur so lange gedauert, weil das Gebiet so groß ist. Oh. Jetzt habe ich ein Telefon im Kopf. Ja, ich habe ihn finden können. Jo. Ja, mach ich. Es wäre schön, wenn wir dort heute noch ankämen, aber ich bezweifle es. Warte mal, hier werden mir 4 Viecher angezeigt. Ich sehe aber nur 3. Wer ist der 4.? Hi. Mich interessiert ehrlich gesagt nicht, was die Kleinen dazu sagen haben. Ich will sie nur mitnehmen. Gegen euch haben wir auch noch nie gekämpft, ne? Auch wenn ihr absolut keine Gegner seid. Ich bringe extra erst die Viecher hinter dir um. Danke. Jetzt kann ich den Rest in Ruhe lassen. Ich würde jetzt bevorzugt... Wo ist das Vieh? Wahrscheinlich dort, ne? Erstmal die Abszesse umnieten. Von der ich eigentlich gedacht hätte, die wäre hier oben irgendwo. Aber ich bin falsch gelaufen, was das angeht. Aber das Gebiet hier ist, glaube ich, nicht besonders groß, also wo ich jetzt gerade bin. Deswegen kann ich das, glaube ich, auch ohne große Sicht jetzt erkunden. Okay, da ist Miman. Hier kriege ich nochmal was von der Trulla. Da ist ein Steinchen für mich. Nicht darunter, das wäre der Tod. So, gucken, was ist hier noch so. Das sind die. Nicht weiter wichtig. Die sind eh mit einem Schlag tot. Die hauen wahrscheinlich sogar vor uns ab, wenn wir in die Nähe kommen. Ja, guck mal, die sind jetzt schon auf der Flucht. Können wir in Ruhe lassen. Ein paar Automaten. Immer willkommen. Ist einfach nur ein guter Geldlieferant. Ach, anders wäre ich gar nicht hier hochgekommen. Da ist nix. Ach, hier ist die Abszesse. Okay, ich bin doch nicht umsonst hier hochgelatscht. Hallo? Ich kümmere mich um dich. Die habe ich noch nie bekämpft. Geschweige denn im Team gehabt. Neues Gegnervieh. Und es ist schwach gegen Feuer. Natürlich. Ari!
Eis funktioniert offenbar auch bei denen. Also lasse ich die Seejungfrau drin und tausche sie aus gegen den kleinen Drachen. Aramasha! Weil ich bei ihm keine guten Feuertechniken habe. Ich versuche mir erstmal auf einen zu konzentrieren. Das ist ja fast Todes. Marin Karin auf den. Die sind sogar schwach dagegen. Cool. Und der ist verknallt. Kann ich ihm aber auch nicht verdenken. Ist immer schade, dass ich die bei sowas nicht anquasseln kann. Sonst könnte ich die jetzt instant ins Team holen. Hitzewelle. Treffe ich wenigstens beide. Warum habe ich nicht Omega Toki gemacht? Falls ich mit denen jetzt nochmal drankomme. Mit dem Nahobino Aramasa. Ist eh nur noch einer übrig. Illusionsschuss. Ja, der stirbt jetzt. Aramasa! Ich hätte es schon früher machen sollen mit den Omega Toki. Und tschüss. Das nennt man vergewaltigen. So, tschüss Abszess. Wunderkind, Skill-Offenbarung, Allmachtmeister und physischer Meister. Den physischen Meister hätte ich auf jeden Fall gerne mal das Aramasa verstecken würde. Etwas, was ich auf jeden Fall begrüßen würde. So, jetzt haben wir die Karte hier auch endlich mal. Und ich habe noch einen Grund, da hoch zu klettern. Also, ich komme eh nur von der Seite dahin. Weil da ist nochmal so ein ganz großes Glorienteil. Komm, ich will jetzt auch noch ein bisschen weit kommen. Deswegen streame ich vielleicht ein bisschen länger. Ein kleines bisschen laufe ich den Weg wieder zurück. Außer da ist jetzt wirklich nichts. Ich gucke einfach, ob hier noch niemand rumgammelt. Die gammeln manchmal an den unmöglichsten Orten. Okay, hier ist nichts mehr. Dann schaffen wir es vielleicht heute doch noch, unseren Kumpel zu retten. Der nicht unser Kumpel ist, aber trotzdem irgendwie doch. Ich war doch nur ein Einzelgänger, der allein nach Hause wollte und dann bin ich hier gelandet. Wo ist denn dieses Parlamentsgebäude? Das ist wahrscheinlich das da hinten, ne? Was bist du denn? Shiki Uju. Uiji. Entschuldigung. Was willst du denn? Okay. Okay, ich soll Amulette auf den Bergen finden. Das mache ich offscreen, weil ich wahrscheinlich irre lange brauchen werde. Also ich könnte jetzt noch versuchen, die zu suchen, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich dauern. Deswegen suche ich das wirklich lieber offscreen ab. Kann ich vielleicht von hier aus doch irgendwie da hoch? Für mich macht es halt nicht den Eindruck, als ob man da hoch konnte. Ja, diese komischen Viecher gammeln hier rum.
Von denen habe ich schon einen in meinem Team. Lass mich mal vorbei. So, ich will hier nur abspeichern. Dann habe ich es wenigstens bis zu dem Punkt geschafft, den ich haben wollte. Nämlich zu diesem komischen Parlamentsgebäude. Wo wahrscheinlich nur ein Bosskampf drin ist. Hier sind verdammt viele Zweihörner. In dem Moment hier bin ich gerade froh, dass die sich von mir verkriechen. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich, oh großer weißer Tiger. Und weißt wieso, wenn du mich in der Luft zerreißen würdest. Hau ab von mir. Ich war gerade sehr risky, Leute. So, ich renne jetzt den Berg mal wieder rauf. Ich will jetzt einfach nur gucken gehen, ob man vielleicht dort doch den Berg hoch konnte. Und wer weiß, vielleicht sehe ich auf dem Weg die Talismane, die der haben will. Die haben eh kein Interesse an mir. Ach, das wird mir angezeigt mit diesen Ausrufezeichen, oder wie? Dort ist eins, dort und dort. Ja, das kann ich eben kurz noch holen. Ich dachte, ich müsste jetzt unendlich suchen, wie bei dem einen Teil da. Aber wenn die mir wirklich angezeigt werden... Oh, scheiße, ich wollte nicht bekämpfen. So. Und jetzt muss ich da auf dem Berg. Es geht gerade so. Lass mich in Ruhe. Danke. Ich will auch nicht an dein Nest sofort. Naja, eigentlich will ich da schon ran. Der sitzt auf seinem Popo und beschützt sein Nest. Ich muss, glaube ich, einen Moment abwarten, wo der eben kurz wegfliegt. Jetzt kann ich dahin. Wenn hier niemand sitzt, dann Hut ab. Ich hau schon ab. Ich gehe ja schon. Junge, ich klopp mich doch nicht mit dir. So lebensmüde bin ich auch nicht. Ich weiß, dass der mich wegreckt. So, jetzt muss ich noch einmal da hochklettern. Ich hab das Ei. Das Omelette ist serviert. Jetzt kann ich verstehen, dass du mich umbringen willst. Wie, ich krieg jetzt nur Geld von dir. Weil das hätte ich easy auch allein geschafft mit dem Geld. Ein Draco-Talisman. Die sei alles vergeben. Gern geschehen. Ich habe meinen Hals riskiert, damit du Frühstück hast. Ah, und auf dem Berg ist auch noch das Amulett. Ja, dann können wir es doch noch machen. Einen Moment. So, Amulett gesammelt. Drachenlinienreise. Ah nee, das wäre Unarimon gewesen. So. Und die Hauptquest machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter.
Du da, ich hab deine Amulette. Hier, bitte. Was? Warum willst du mich bekämpfen? Ich hab dir noch gar nichts getan. Ich war sogar nett zu dir. Was für ein Arsch. Ich bringe ihm seine Amulette zurück und er will mich dafür umbringen. Gut, dass ich den Drachen noch nicht weggepackt habe. Warum ist er genau gegen Licht stark? Gegen Wind ist er schwach. Aeros. Hat er eine Eisabwehr? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann kann ich ja Sturm nicht gegen ihn verwenden. Macht ja gut Schaden. So, und der die Drachen-Ulti ist Urknall. Abhängig vom Level gewaltiger Schaden. Endlich mal jemand mit einer Angriffstechnik mal wieder. Der hat eine Schlagabwehr, der Dreckige. Ich kann nur mal sagen, gegen den einsetzen. Obwohl, ich könnte auch noch meine Feuerjuwelen nutzen. Marin Karin. Es hat funktioniert. Ich habe ihn verzaubert. Und dann habe ich gesagt, mein Mädel hat es getan. Es sah nicht verzaubert aus. Ich baller dir jetzt einfach meine Juwelen rein. Weil die Aktion von dir finde ich richtig scheiße. Ich helfe dir und du willst mich dafür verkloppen. Das ist einfach nur eine Drecksaktion von dir. Der hat meinen Drachen blockiert. Ach, mit Chakra-Tropfen kann man MP beim Mitstreiter zurückholen. Wusste ich nicht. Ich musste den verwenden, weil den Drachen brauche ich am allerehesten. Zusammen mit Aeros. Habe ich eigentlich noch einen Balton, der gut mit Wind kämpft? Ja, die Fortuna kämpft gut mit Wind. So, jetzt habe ich wenigstens ein starkes Team gegen den. Nur meine Ulti kann ich nicht wirklich verwenden. Daneben. Masan. San. San. Und Illusionsschuss. Jetzt kriegst du ein Feuerjuwel. Da kriegst du so tief rein. Wie hängt der denn da? Als ob er das genießen würde. Verreck. Ich werde dich mit Aramasa hinrichten. Einfach weil du es verdient hast. Du hast mir geholfen, dafür verprügel ich dich. Junge. Würde das denn wie bei mir einer machen, ne? Ich würde ihn so heftig zusammenkloppen. Oder zumindest die Meinung geigen. Wenn er sagt, du hast mir geholfen, dafür will ich dich verdreschen. Ich würde erstmal fragen, sag mal, tickt bei dir noch ganz richtig? Was hat er mir geschenkt? Ein ungeheuer Talisman. Dafür habe ich mich mit ihm gekloppt. Für etwas, was keiner von meinen nutzen kann. Nice.
Du bist scheiße. Sag ich, wie es ist. Wisst ihr, obwohl ich jetzt hier eine anderthalb Stunde gesessen habe, ne? Ich weiß nie, wie das bei YouTube ist, weil den ersten Part habe ich jetzt noch nicht geschnitten. Ja. Da weiß ich noch nicht, wie lang die immer werden. Sowas mit einem Shop, das schneide ich grundsätzlich jetzt für YouTube auch immer raus, weil es einfach nur ist, ich verkaufe Zeug. So, ich habe Wunder auch noch gerade eben neu gelernt, ne? Wunderkind. Neu durch eine Fusion erzeugte Dämonen erhalten einen Wertebonus, abhängig von dem fusionierten Dämon. Klingt nützlich. Wenn ein verbündeter Dämon ein Level aufstellt, lernt er manchmal einen neuen Skill. Wäre praktisch. Dem physischen Meister hätte ich auf jeden Fall gern. Dem werde ich mir erarbeiten. So, Skill-Offenbarung, weil das einfach nützlich ist, wenn die einfach einen Skill lernen, obwohl der dann nicht angezeigt wird. Und Fusionen auch nochmal ein bisschen aufbessern. Dass die einen Wertebonus kriegen, wenn ich fusioniere. Mal habe ich irgendein Wunder nicht geguckt. Ach ja, hier mit dem Allmachtmeister. Die Meisterdinger, die habe ich mir alle noch nicht geholt. So, ich habe Essenzen, ne? Eidweiras. Ja, mit dem Feuer habe ich eigentlich gar keinen, aber ich könnte ihn trotzdem gebrauchen. Statt Hitzewelle nehme ich dann nämlich Maraki. Es ist schön, wenn ich davon einen habe, der alle trifft. Ja. Aber ich kann den Feuerangriff tatsächlich mehr gebrauchen. Und ansonsten ist jetzt nichts mehr bei, was ich gebrauchen kann, ne? Das Dumme ist, ich kann diese Essenzen auch nicht verkaufen. Die werden auf ewig in meinem Inventar vergammeln. So, ich mache das jetzt so, wie ich vorausgesagt habe. Ich werde jetzt offscreen trainieren, weil ich Level 21 bin, vielleicht auch Level 22. Werde mich dann nochmal an der Schildkröte versuchen. Vielleicht versuche ich auch den Vogel nochmal, obwohl der mir wahrscheinlich in den Hintern treten wird. Ich habe mir nämlich nicht gemerkt, welches Level er hat. Ich habe es nicht mal angeguckt. Ich glaube 23 war der. Wenn ich so aus dem Gedächtnis versuche zu raten. Auf jeden Fall, Leute, von Twitch, wenn es euch gefallen hat, ein Follow da lassen, YouTube ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!